Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie da wählen? Also wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre... Welche Partei würden Sie dann wählen? Können Sie mir bitte nach dieser Liste hier das sagen? Nummer, bitte? Nummer 1. Glauben Sie, dass die CDU-CSU im Großen und Ganzen einig oder zerstritten ist? Oder unmöglich zu sagen? Unmöglich zu sagen. Der gläserne Wähler, den hätten die Politiker gern. Wissen, wie die Menschen denken, was uns alle bewegt und wie man dem deutschen Volke die Politik am besten erklärt. Der Wähler, das undurchsichtige Wesen. Noch kurz vor der Bundestagswahl wissen 20% der Bürger nicht, welche Partei sie wählen sollen. Ute Vogt möchte das ändern. Noch nie war das Rennen kurz vor dem Wahlsonntag so knapp. Vogt ist Spitzenkandidatin für die SPD in Baden-Württemberg. Die Politikerin muss in ihre Wahlkampfzentrale, die Kampa. Thema: Wie kann die SPD die Meinungsumfragen für sich nutzen? Also ich persönlich bin kein großer Fan von Umfragen, aber man kommt, auch wenn man es nicht mag, nicht umhin, sich ab und an eine Umfrage anzuschauen, um einfach so auch einen Anhaltspunkt für Meinungen zu haben. Die Macht der Meinungsforschung. Ob es die Politiker nun wollen oder nicht, inzwischen geht nichts mehr ohne Demoskopen. Das weiß auch Volker Kauder, Bundestagsabgeordneter für die CDU und Mitglied im Wahlkampfteam der Union. Für den Baden-Württemberger ist die Demoskopie seit Jahren ein Mittel des Wahlkampfs. Die Meinungsumfrage gibt eine aktuelle Stimmung in der Bevölkerung wieder. Und Stimmungen können beeinflusst werden. Auch Volker Kauder ist auf dem Weg in seine Berliner Wahlkampfzentrale, die Arena. Dort wurde die Strategie für die Bundestagswahl festgelegt. Dort wird an Stoibers Image gefeilt, geprüft, ob die Strategie aufgeht. Kurz vor den Wahlen sind sie ständig unterwegs, die Meinungsforscher. Sie müssen die Daten liefern für die Strategien der Wahlkämpfer. Ihre Ausrüstung, ein Fragebogen. Ständig auf der Suche nach Menschen wie du und ich. Ihr Job? Fragen stellen. Ach, Tag, Herr Mayer. Ich bin die Frau Knobloch. Ich möchte mit Ihnen das Interview machen, das Sie mir zugesagt haben. Ja, selbstverständlich. Kommen Sie rein, bitte. Umfragen in der Wohnung gelten in der Branche als altmodisch. Nur das Allensbacher Meinungsforschungsinstitut arbeitet noch nach dieser Methode und wird dafür von der Konkurrenz belächelt. Telefoninterviews und Internetumfragen liefern Ergebnisse in Sekundenschnelle. Im persönlichen Gespräch, hält Allensbach dagegen, lügen die Leute dafür weniger, auch wenn es um Sex geht oder um die Sonntagsfrage. Also die erste Frage wäre, sehen Sie in den kommenden 12 Monate mit Hoffnungen oder Befürchtungen entgegen? Mit Hoffnungen, Befürchtungen, mit Skepsis oder Unentschieden? Mit Hoffnung. Mit Hoffnung. Stoiber versus Schröder. Darauf hat die SPD ihren Wahlkampf zugespitzt. Deshalb das Plakat über der Kampa. Dort heißt es 2028, Edmund Stoiber bezahlt die letzte Rate seiner Wahlversprechen. In der Kampa trifft sich eine kleine Expertenrunde. Ute Vogt bekommt Infos zu den wichtigsten demoskopischen Ergebnissen. Bei der Sonntagsfrage, also bei der gewichteten Stimmungsfrage, wie würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, liegt die SPD schon vor der Union bei den Frauen. In der Kanzlerfrage ist der Abstand von Gerd Schröder, der in allen Personengruppen, egal ob Norden oder Süden oder West oder Ost, jung oder alt, Frauen oder Männer, aber bei den Frauen ist er mit am stärksten. Die hohen Beliebtheitswerte des Kanzlers will die SPD noch stärker nutzen. Die Formel: Stoiber, der steife Aktenfresser, gegen den vor allem bei Frauen beliebten Schröder. Ute Vogt setzt deshalb besonders auf die Wählerinnen. Also das finde ich ganz spannend, dass du auch den Bezug hast, dass Frau dann auch quasi meinungsbildend offenbar in ihrem Umfeld, in ihren Familien reinwirken. Und das ist ja, wenn das jetzt sich schon so abzeichnet,
durchaus was einem hoffen lässt. Zeit für Taten. Hinter dieser Glasfassade kämpft die CDU um jede Stimme. In der Wahlkampfzentrale der Union, der Arena, brüten die Experten über Meinungsumfragen. Als erstes muss man mal sagen, dass man momentan davon ausgehen muss, dass alle Parteien, die jetzt im Bundestag vertreten sind, den Sprung in den Bundestag auch wieder schaffen. Das ist, wäre jetzt erstmal so die erste Ausgangslage, wo sich natürlich noch was bewegen könnte. Ist bei der PDS, aber das muss man mal genauer sehen. Das ist auch von Institut zu Institut unterschiedlich. Aber man sollte erstmal davon ausgehen, dass alle in den Bundestag kommen. Die Union liegt durchgängig bei etwa 39, 40, 41%, ist also auf dem guten Wege, ihr Wahlziel zu erreichen, stärkste Partei zu werden. Meinungsumfragen dienen auch der Beruhigung der eigenen Partei. Gute Umfragewerte bauen auf, schlechte ziehen runter. Also nehmen erfahrene Wahlkämpfer eben nur die guten Werte. Und das sind in Stoibers Fall die sogenannten Kompetenzwerte. Das heißt, Stoiber wird eher zugetraut, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft anzukurbeln. Die CDU-Strategie: Wir brauchen keinen sympathischen Schröder, sondern einen kompetenten Stoiber. Wenn ich mir die Werte anschaue von Gerhard Schröder und von Edmund Stoiber, dass Gerhard Schröder im Meinungsbild, im Sympathiebild der Menschen noch vor Edmund Stoiber liegt, das sehen wir. Der Abstand wird allerdings geringer. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass die Kompetenzwerte von Edmund Stoiber deutlich vor denen von Gerhard Schröder liegen. Also wird der Wahlkampf ganz klar auf dem Thema gemacht, Kompetenz zählt. Deswegen heißt unser Team nicht Schattenkabinett oder sonst irgendwas, sondern Kompetenzteam. Mitten in die Beschaulichkeit des Bodensees hinein rattern die Rechner. Nicht in der Metropole Berlin, sondern in dem kleinen Provinzstädtchen Allensbach am Bodensee scheint man näher am Puls der Zeit als sonst irgendwo in Deutschland. Jahr für Jahr werden Millionen von Antworten in Zahlenketten verwandelt und in die Computer getippt. Welche Meinungen nehmen zu, welche ab? Welcher Politiker steigt in der Gunst der Wähler, welcher sinkt? Womöglich noch jetzt, ganz kurz vor der Wahl. Vor 50 Jahren hat sich das Institut für Demoskopie in Allensbach niedergelassen. Als erstes in Deutschland überhaupt. Ständig wurde es erweitert. Der Name des Instituts ist mit dem des Städtchens verschmolzen. Ganz am Anfang ein Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert. Dort, wo alles begann, hat die Gründerin von Allensbach immer noch ein kleines Studierzimmer. Elisabeth Nölle-Neumann. Kein Bundestagswahlkampf seit einem halben Jahrhundert, dessen Ausgang sie nicht vorhergesagt hätte. Sie ist sich sicher, auch heute. So sicher, dass sie sich zu einer Wette verleiten lässt. Ich wette, dass Allensbach wiederum, wie schon seit 1957, fast auf 1% genau, die Tag vor dem Wahltag steht unsere Prognose in der Zeitung. Am Tag davor, am Samstag davor. Und diese Prognose wird auf 1% genau sein. So, hallo, morgen. Demoskopie für den Wahlkampf nutzen, ja. Aber bitte nicht so offensichtlich. Ute Vogt auf Tour in ihrem Wahlkreis. Gemütliches Beisammensein in Maulbronn. Das Thema? Einfach mal zuhören. Ute Vogt hat schließlich das Ohr des Kanzlers. Wie gesagt, das Sofa wird immer mal wieder bei Stationen dabei sein. Es ist auch super bequem. Also wenn man auch mal nichts sagen will, sondern nur ausruhen, kann ich es jedem empfehlen. Mit den Wählern plaudern bringt genauso viel wie Umfragen studieren, glaubt Vogt. Außerdem steht sie den Prognosen der Demoskopen seit dem letzten Landtagswahlkampf eher skeptisch gegenüber. Meinungsforscher und Journalisten sahen sie bereits als Landesmutter. Also ich muss sagen, ich lese recht wenig Zeitung im Moment und deshalb geht mir es ziemlich gut. Ich muss auch sagen, bei den Meinungsumfragen habe ich ja selbst Erfahrungen gemacht im Landtagswahlkampf. 3 Wochen vor der Landtagswahl, wenn diese Umfrage gestimmt hätte, dann wäre Erwin Teufel heute nicht mehr Ministerpräsident und hätte seinen verdienten Ruhestand antreten können. Doch Erwin Teufel ist noch im Amt. Und Ute Vogt ist seither etwas vorsichtiger, wenn die SPD in den Umfragen wieder mal vorn liegt.
Dennoch weiß sie um die große Bedeutung der Umfrageergebnisse. Sie glaubt, dass die Sonntagsfrage viele Bürger in ihrer Wahlentscheidung beeinflusst. Und Volker Kauder, der Mann im roten Pulli, musste lernen, dass die Klimaveränderung inzwischen auch die Politik beeinflusst. Die Tuttlinger Bürger wollten einfach nicht mit der CDU im Regen stehen. So wurde der Wahlkampf auf der Donau zu einem Treffen mit Kreis-CDUlern, begleitet von einer Flottille der Jungen Union. Zeit, um über Sinn und Unsinn von Wahlkampf nachzudenken. Also ein demoskopisches Ergebnis, das eigentlich schon etwas älter ist als das, was wir in der Arena uns angehört haben, ist, dass die Menschen Wahlkampf eigentlich gar nicht so mögen, weil sie glauben, dass im Wahlkampf die Politiker nur Show machen und dass sie im Wahlkampf vielleicht noch weniger die ganze Wahrheit sagen als sonst. Deswegen habe ich daraus die Konsequenz gezogen, den eigentlichen harten Wahlkampf so kurz wie möglich nur zu machen. Und jetzt eine Sympathietour, eine Präsenztour durch den Wahlkreis zu machen. Ob die Sympathietour auch ankommt? Die Sonntagsfrage der Allensbacher wird's zeigen. Fragen, nichts als Fragen. Eine Viertelmillion thematisch geordnet. Denn die Bevölkerung gibt ihre Meinung nicht einfach so zu Protokoll. Deshalb gibt es eine Fragebogenkonferenz. Wer wissen will, was das Volk wirklich denkt und vor allem, wen es wirklich wählt, der muss so fragen, dass der Interviewte möglichst unbeeinflusst von der Frage ist. Zweifel bleiben. Wir sind in einer ganz außergewöhnlichen Situation. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Wir sind wieder in der gleichen Situation wie vor 4 Jahren. Wir haben völlig andere Zahlen als alle anderen. Und ich meine, einerseits muss man ja sagen, wir vertrauen unseren Zahlen, wir machen die aus unserer Sicht beste Methode, die eben da ist. Mhm. Und sollen die anderen machen, was sie wollen, das ist ihr Bier und nicht unseres. Aber wohl fühle ich mich nicht dabei. Ein Fragebogen entsteht, ein Kunstwerk aus Schnipseln. Alte, jahrzehntelang immer wieder gestellte Fragen zur Trendbeobachtung und neue aus den politischen Ereignissen von heute geboren. Die Fragen kann kein Computer formulieren, nur ein Team von Frageprofis, Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen. Denn selbst kleinste Unterschiede in der Frage können das Ergebnis verändern. Allensbach hat das selbst einmal untersucht, an einem ganz unverfänglichen, unpolitischen Beispiel und mit einem kleinen Trick. Es geht darin um die Liebe. Um die große Liebe. Und der Trick geht so. Die eine Hälfte der Befragten bekommt eine etwas veränderte Frage. Die Frage ist kaum anders. Nur ein kleines Wörtchen wird in die Frage eingefügt. Die Ergebnisse werden anschließend verglichen. Gegabelte Befragung nennen die Allensbacher das. Wenn die Frage lautet, glauben Sie an die große Liebe, so antworten 52% ja und 29% nein. Fragt man aber, glauben Sie eigentlich an die große Liebe, glauben 57% daran, nur 26 nicht. 5% mehr als ohne eigentlich. In Liebesdingen vielleicht nicht so schlimm, bei einer Bundestagswahl sind 5% fatal. Die neuen Fragebögen müssen raus. An die Allensbach-Mitarbeiter in ganz Deutschland. Jeder der Interviewer kriegt nur 3 bis 4 Bögen. Eine Allensbacher Besonderheit. Selbst wenn mal ein Fälscher drunter wäre, fällt der demoskopisch gesehen nicht ins Gewicht. Das Objekt der Begierde. Schröder will nicht raus und Stoiber will unbedingt rein. Bis zum letzten Moment kämpfen die Parteien ums Kanzleramt. Klar, dass es da bei der Gegneranalyse in der Kamper nicht immer sachlich zugeht. Und so macht Wahlkampfchef Matthias Machnig erstmal den Unionskandidaten rund. Stoiber hat ein Problem. Er hat sich zu sehr auf seine Berater verlassen, dass man ohne Profil sich ins Kanzleramt schleichen kann. Das ist, glaube ich, und das bricht jetzt, glaube ich, auf. Und er versucht ja jetzt zwanghaft geradezu noch ein bisschen Profil zu gewinnen in den nächsten Tagen. Stoiber versuche mittlerweile, die SPD links zu überholen. Aber das würden ihm die Wähler nicht abnehmen, so Ute Vogt, soweit die Analyse des Gegners. Aber die große Chance sehen die Demoskopen vor allem darin, dass die SPD möglichst viele ihrer Stammwähler aktiviert. Dazu müssen die Genossen eine möglichst hohe Wahlbeteiligung erreichen. Die Forschungsgruppe Wahlen zum Beispiel, aber andere Meinungsforscher sagen, eine Wahlbeteiligung von 80% ist möglich. Sie wird, wenn sie denn erreicht wird,
in allererster Linie der SPD zugutekommen. Ja. Weil nach wie vor ein Großteil der Wähler, die schwach interessiert sind, auch SPD-Anhänger sind. Das hat was mit sozialstrukturellen Merkmalen zu tun. Die sind 98 überzeugt worden, dass es wichtig war, zur Wahl zu gehen. Und damit sind wir sozusagen bei dem entscheidenden Punkt. Es geht darum, wenn ihr zur Wahl geht, es geht um etwas. Gibt es denn konkrete Erkenntnisse der Demoskopie, die Sie für Ihren Wahlkampf nutzen, in irgendeiner Form? Ja, was ich schon nutze, ist die Themenzuordnung. Also wenn jetzt die Umfragen, wie ich ja heute auch nochmal gesehen habe, ganz klar sagen, das wichtigste Thema ist Arbeitsmarkt, das zweitwichtigste ist Familie und Kinder. Und auf Platz 3 haben wir dann das Thema soziale Sicherheit, dann beeinflusst das schon die eigene Schwerpunktsetzung. Auch bei der CDU stellen die Analytiker die Zahlen so zusammen, dass ihr Kandidat dabei glänzt. Gegner Schröder hat schlechte Kompetenzwerte und so meint die Union, kann er nicht Kanzler werden. Wenn man sich 94 und 98 anguckt und seit dem Zeitraum erhebt Infratest zumindest das, ist es so, dass nie eine Partei die Bundestagswahl gewonnen hat, die nicht die höchste Kompetenzzuschreibung hat. Also auch ein wichtiger Indikator, dass die Leute letztendlich nach Kompetenz entscheiden. Besonders auffällig ist der Punkt Arbeitslosigkeit. Da hat sich natürlich das gebrochene Versprechen mit den 3,5 Millionen Arbeitslosen auch direkt in den Kompetenzwerten niedergeschlagen. Aber das sieht man auch an den Werten, dass die Leute das nicht mehr glauben. Nein, es kommt, es erreicht die gar nicht, was die im Augenblick trotzdem diskutieren. Ich finde es schon dreist. Ja, aber von der Regierung erwartet man ja Taten und kein Gerede. Die Formel Kompetenz ist wichtiger als Sympathie geht für die CDU auf und wird wie alles mit Umfragen belegt. Politische Entscheidungen können eben viele Wähler kosten. Keine wichtige Aussage verlässt deshalb ohne Stimmungstest die Wahlkampfzentrale. Natürlich ist Demoskopie heute sozusagen fast ein Wahlkampfinstrument geworden. Also es ist in Amerika zum Beispiel macht die Berichterstattung über Demoskopie inzwischen so um die 40% der ganzen Wahlkampfberichterstattung aus. Und man sieht es ja so, dass also die Bundesregierung zum Beispiel ihr Meinungsforschungsinstitut Forsa hat, wo ich immer sage, das ist mehr ein Wahlkampfinstrument als ein Meinungsforschungsinstitut. Hier soll gezielt eingewirkt werden auf die Stimmungslage in der Bevölkerung. Die SPD hat Forsa. Elisabeth Nölle-Neumann hingegen galt von Anfang an als CDU-nah. Die schöne Demoskopin und der alte Kanzler. Seit Adenauers Zeiten ist die Allensbach-Gründerin konservativen Politikern besonders verbunden. Aber auch die Medien entdeckten bald die Meinungsforschung. Eine Wahl zur Probe veranstaltet das Institut für Demoskopie in Allensbach. In Hunderten von Umfragen wird die Meinung der Bevölkerung erforscht und für die kommende Bundestagswahl prophezeit das Institut eine Wahlbeteiligung von 80%. Für jeden Befragten wird eine Karte angelegt, die durch das Wunderwerk der Hollerith-Maschine wandert. Eigentlich wollte Elisabeth Nölle-Neumann stets eine Forscherin sein, eine Meinungsforscherin eben. Doch die elegante Pythia vom Bodensee wurde schnell selbst zur begehrten Interviewpartnerin. Wissenschaftliche, systematische Verbraucherbefragungen zeigen, die Verbraucher verhalten sich recht vernünftig. Ist das so, dass die kleine Zahl von einigen Tausend für die 55 Millionen der Bundesrepublik stehen kann? Das überrascht Sie, nicht wahr? Die Demoskopie geht von einer sehr menschlichen Grundüberzeugung aus, dass nämlich Wissen besser ist als Nichtwissen. Ich persönlich würde annehmen, dass die Wichtigkeit der sexuellen Anziehungskraft 64 nicht geringer war als 71. Gerade das Soziale ist ein ganz außerordentlicher Wert bei der jungen Generation und die CDU ist in dieser Hinsicht bisher noch recht schwach. Sie alle lesen in den Tageszeitungen ständig Ergebnisse. Wollen Sie nicht wissen, wie verlässlich dieses Instrument arbeitet? Jede Woche veröffentlichen wir unsere Ergebnisse, jede Woche. Seitdem man das kann und wir in einem Lande der Presse- und Meinungsfreiheit leben, muss der Wähler die Chance haben, wenn es geht, zu erfahren, wie andere Wähler denken. Der erste Kanzler, der sich in Allensbach Rat holte, war Adenauer. Aber er entschied auch gegen die öffentliche Meinung und führte die Marktwirtschaft ein. Eine Unabhängigkeit, die selbst Sozialdemokraten heute vermissen. Ich glaube, dass weder Adenauer noch Brandt
das für unsere Republik hätten tun können, was sie getan haben, wenn sie demoskopiegläubig gewesen wären. Denn das, was Adenauer und was Brandt getan hat, war zuerst einmal ganz schön unpopulär. Helmut Kohl. Wie sieht's denn aus mit den Terminen für heute Mittag? Er hörte von Anfang an auf Elisabeth Nölle-Neumann. In Alsbach kann man keine Umfrageergebnisse bestellen, da ich ja viele Wahlen geführt habe, gewonnen und geschlagen habe. Weiß ich auch, wie das ist, wenn man dann nicht erfreuliche Ergebnisse voraussagen im Vorfeld einer Wahl erfährt. 1998, Kohl tritt ab. Er hat die Wahl verloren. Die Allensbacher waren die einzigen, die seine Niederlage vorausgesagt hatten. Elisabeth Nölle-Neumann erinnert sich. Dann bettelte er beinahe. Er sagte, könnte es nicht sein, könnte es nicht doch sein, dass sie sich ein bisschen irren. Ich weiß nicht, er wurde sehr gerührt. Aber nachher war die Prognose ganz genau so, wie ich es vorausgesagt hatte. Zur Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl hat jeder Wähler zwei Stimmen, eine sogenannte Erst- und eine Zweitstimme. Wussten Sie das? Ja. Ja. Und welche ist Ihrer Meinung nach die wichtigere Stimme? Die Erststimme oder die Zweitstimme oder sind beide gleich wichtig? Die Erststimme eigentlich. Falsch. Macht aber nichts. Die Allensbacher unterscheiden bei der Sonntagsfrage penibel zwischen Erst- und Zweitstimme. Anders als die Konkurrenz. Und außerdem bauen sie noch so manche Fangfrage mit ein, als Lügendetektor. Und der funktioniert so. Die Frage lautet, sind Sie für oder gegen den Imponderabilienvorschlag der Regierung? Dafür waren 2%, dagegen auch 2, unentschieden 8. Noch nie davon gehört hatten 88%. Die waren ehrlich, einen solchen Vorschlag gibt es nicht. Und jetzt noch zu einem anderen Thema. Ein weiterer Trick, um herauszufinden, ob Lesen großes Ansehen genießt, wird eine Situation geschildert, die mit Lesen gar nichts zu tun hat. Ein Kind spielt mit Legosteinen. Dann wird es von der Mutter gerufen, will aber nicht aufhören. Soll das Kind kommen oder soll die Mutter warten? So lautet anschließend die Frage. Lukas, kannst du mir mal was helfen? Nur noch ein paar Steine, dann bin ich fertig, dann komme ich. Nur noch ein paar Seiten, dann bin ich fertig, dann komme ich. Die identische Situation, nur diesmal mit einem lesenden Kind, wird einer Vergleichsgruppe präsentiert. Das Ergebnis ist überraschend. Auf ein lesendes Kind wird weniger gewartet als auf ein spielendes. Die Mutter soll warten, antworteten beim lesenden Kind 35%, beim spielenden 52%, also bedeutend mehr. So, das war's. Ich bedanke mich, dass Sie dieses Interview gemacht haben. Eine von 1500 Umfragen. Wie stärkt man Familien? Wie organisiert man die Kinderbetreuung in Zukunft? Hier trauen die Bürger laut Umfragen der SPD eher eine Lösung zu. Das ist eine Katze, die auf dem Zaun balanciert. Ute Vogt bei einem Termin in ihrem Wahlkreis. Kontakt mit den Leuten vor Ort. Politik aus dem Bauch, ohne demoskopische Brille. Wenn Ute Vogt könnte, würde sie die Umfragen abschaffen. Aber solange die politischen Gegner damit arbeiten, kann auch sie nicht auf diese Form der Wählerdurchleuchtung verzichten. Jeder kleine Wissensvorsprung zählt, so kurz vor der Wahl. Aber mit den Umfragen steigt auch der Druck. Es steigt insofern natürlich etwas der Druck, weil viele Leute einen ständig danach fragen. Auch die eigenen Mitglieder lassen sich sehr leicht durch Meinungsumfragen verunsichern. Und das ist was, wo man wirklich aktiv auch dagegen arbeiten muss. Deshalb sage ich immer, es ist negativ, dass damit Politik gemacht wird. Warten auf potenzielle Wähler. Auch Volker Kauder sucht das Gespräch mit dem Volk. Die Meinungsforscher sagen ihm, immer schön bei den Themen Arbeitsmarkt und Wirtschaft bleiben. Und zumindest diesem Wähler scheint Kauder aus der Seele zu sprechen. Ich höchste Zeit, dass die wegkommen. So ist richtig, jawohl, das ist richtig. Das Rot-Grün, das hat
Die machen alles kaputt. So ist richtig. Ja. Frei nach Volker Kauders Motto, es wird nie die beste Opposition gewählt, sondern die Regierung abgewählt. Das heißt, Sie gehen auf jeden Fall zur Wahl. Ja, sowieso. Die Stimme scheint sicher. Schwieriger ist es, die Unentschiedenen zu überzeugen. Die wissen also noch nicht, was sie machen. Nee, kein Schimmer. Kein Schimmer. Also machen Sie noch mal, schauen Sie das mal, Sie müssen zur Wahl gehen. Gerade junge Leute müssen da mitmachen. Viele wissen laut Demoskopie immer noch nicht, wen sie wählen sollen. Natürlich wissen wir auch, dass ein beachtlicher Teil der Wählerinnen und Wähler noch nicht entschieden ist. Das muss bei den Meinungsumfragen berücksichtigt werden. Da liegt der Unsicherheitsfaktor bei Meinungsumfragen. Wer diese Unentschiedenen für sich verbuchen kann, gewinnt die Wahl. Sowohl Ute Vogt als auch Volker Kauder glauben an ihren Sieg. So viel wie letztes Mal. Also wir streben schon an, unser Wahlergebnis wiederzuholen und diejenigen auch zu gewinnen, die wir das letzte Mal gewonnen haben. Und ich bin sicher, dass wir die Wahl gewinnen und dass wir die Chance haben, auch weiter zu regieren. Wir werden zusammen mit der FDP die 50% erreichen und werden damit die Wahl so gewinnen können, dass wir eine klare Regierungsmehrheit bekommen und damit auch die Regierung bilden können. Die Meinungsforscher vom Bodensee können sich solche Spekulationen nicht leisten. Die Rohdaten der Sonntagsfrage allein sagen nicht viel. Sie müssen gewichtet werden. Kein Meinungsforschungsinstitut will sich in die Karten schauen lassen, wie es Wankelmütige und Zweitstimmen-Jongleure einrechnet, wie die Lügner, wie Langzeitbindungen und Kurzentschlossene. Die Auswertung der Fragebögen ist eine Kunst und eine elende Rechnerei. Fast unendlich viele Daten können miteinander kombiniert werden. Dabei kommt es manchmal zu amüsanten Fehlschlüssen. Ein Beispiel aus der Allensbach-Praxis. Ein Umfrageergebnis belegte, dass Fernsehen den Augen schadet. Was will er sich holen? Und so kam es dazu. Die Fragen waren ganz einfach. Wie lange schauen Sie täglich fern? Und tragen Sie eine Brille? Dann wurden die Antworten ausgewertet. Das Ergebnis verblüfft. Verdirbt Fernsehen wirklich die Augen? Die Kurve zeigt, je länger die Leute täglich fernsehen, desto eher brauchen sie eine Brille. Ein Denkfehler. Warum? Weil ältere Menschen, die aus Altersgründen sowieso eine Brille haben, eben meist mehr fernsehen als Jüngere. Nichts, was nicht gefragt würde, wie oft sich die Menschen lieben, ob sie schon mal Fußpilz hatten, ob die Zahlen stimmen, kaum nachzuprüfen. Außer bei Bundestagswahlen. Da gibt es eine amtliche Auszählung. Nicht nur in Allensbach steigt die Spannung. Die Seniorchefin hat schließlich gewettet auf diese Prognose. Union 37,0, SPD 37,5, FDP 9,5, Grüne 7,5, PDS 4,5 und sonstige 4,0. Morgen wissen wir es. Diese Prognose wird auf 1% genau sein. Und wie gesagt, also, aber ich wette nur, wenn Sie drei Flaschen dagegen wetten. Okay, drei Flaschen. Abgemacht. Gut. Die Wette gilt. Ja, Sie Zeugen sind überall da. Ja, genau.